Runter. Alles klar. Die Pumpe ist schon wieder. Das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind's nicht. Worauf halten wir die? Schaffen wir? Weiß nicht, Sally. Vielleicht. Eindringling. Ich. Ja. Boom, Junge, Wichser. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Sally? Da! Nicht so frivol, Kleiner. Los, an die Arbeit. Was meinst du mit frivol? Muss man der Waffe? Das Lager, wenn wir dem Schlauch folgen. Immer stur dem Schlauch nach. So wie in Montreal, hä? Huh? Das wirst du niemals vergessen, was? Jetzt habe ich meine Waffen verloren. Verdammt. Da vorne muss das Lager sein. Alles klar. Warte, warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Bald. Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. So ein Trottel hat ihr ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Alles klar. Okay, Kleiner. Showtime! Das tat bestimmt weh. Eindringling! Was macht der denn da? Was macht der denn da? Alter Falter.
Dann haben wir es wohl geschafft. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Such alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Na, na. Ihr da. Wie praktisch. Alles klar, Sully. In Deckung! Sie kommen durch die Mitte! Okay. Hier kommt was! Mies! Komm her. Ja, sehr gut. Rechts. Fuck. Ey, ist wieder typischer The Feist und LP-Move. Wie gefällt dir das? Verdammt! Hier ist jemand! Sie kommen von links! Okay. Richtig. Gute Nacht, mein Freund. Sie kommen durch die Mitte. Vorsicht! Ah, zu geil.
Okay, Sally, da oben, du gibst dir Deckung. Geschafft. Komm von der Seite. Sind zu viele für mich, Kleiner. Verstärkung. Acht auf deine Deckung. Ich werde dir von hier aus helfen. Wir werden sehen. Und am Arsch. Ihr kommt hier nicht vorbei. Mist! Hilf mir! Hack den Turm in die Luft! Okay, Sally. Hasta la vista, baby. Sehr gut. Kurz Munition einsammeln. Nice. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal hier hoch und los geht's weiter. Hier entlang. Wir gehen jetzt zu dem Berg. Look.